Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne meine 5 Lieblingsprimer zeigen. Genau. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin aktuell so ein bisschen dabei, Videos vorzudrehen und meine ganze Sammlung durchzugehen, ein bisschen zu deklattern und so. Ein bisschen ist gut, ich habe die Hälfte meiner Primer ungefähr aussortiert. Und ja, das kommt halt dadurch, dass ich den Umzug hatte von unten nach hier, also vom Erdgeschoss ins erste OG. Und ja, da bin ich halt wirklich intensiv nochmal mit meiner kompletten Sammlung konfrontiert worden. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es auch so, dass ich meine kompletten Foundations hier auf dem Tisch stehen habe, wo ich euch dann dem nächsten Video zu drehe, aber da muss ich erst noch ein bisschen überlegen, welche Foundation will ich behalten und so. Das ist wirklich ein langer Prozess, den ich meistens nicht komplett mitfilmen kann, weil dann müsste ich so ein paar Tage filmen und ich glaube, so lange Videos guckt man sich nicht an. Allein das Primer-Sammlungsvideo ist schon über eine Stunde gewesen. Ich habe mir aber überlegt, dass es sinnvoll wäre, so meine 5 bis 10 Lieblingsprodukte aus der jeweiligen Kategorie dann nochmal in einem separaten Video euch zu zeigen. In dem Fall sind es meine 5 Lieblingsprimer, denn ich habe direkt diese 5 mir da rausgefischt, ne, als ich die ganzen Primer vor mir stehen hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hast du gesagt, du willst 10 zeigen, aber von den anderen habe ich jetzt nicht so, dass ich sage, das sind meine absoluten Lieblinge, ne? Und dann fand ich das sinnfrei. Deswegen habe ich gesagt, nö, in dem Fall machen wir 5 und bei den Foundations sind es wahrscheinlich 50. Und ja, die 5 Produkte verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Ihr bekommt die Produkte entweder in der Drogerie oder ihr bekommt sie bei Purish. Bei Purish habe ich den Code CLAUDISWELT15, da bekommt ihr 15% Rabatt auf viele Marken. Und ich habe bei Cosmetic for Less einen Code, das ist CLAUDI15. Ich dachte gerade, ich hätte was runtergeschmissen, habe ich nicht. Da bekommt ihr auch 15% auf das komplette Sortiment. Und ja, habe ich euch auch gekennzeichnet, welche Produkte ihr in welchem Shop findet. Und die Links in der Infobox müssten weitestgehend Affiliate-Links sein. Das heißt, ich verdiene da eine kleine Provision dran. Ich bin da sehr transparent. Ich möchte euch das halt einfach kommunizieren, ne? Und was wollte ich noch sagen? Meine Haut ist eine trockene, sensible Haut. Dadurch, dass ich aktuell schwanger bin, habe ich eine sehr trockene, sehr sensible Haut. Das heißt, die Primer, die ich persönlich für mich präferiere, müssen halt wirklich Liebe in meine Haut geben. Also Pflege, Feuchtigkeit und super gerne Glow. Weil ich liebe es zu strahlen und zu glowen. Das ist eigentlich bei den meisten Leuten so, die eine trockene Haut haben, die möchten Glow haben. Die, die eher eine ölige Haut haben, möchten eher ein bisschen matteres Finish haben, ne? Das ist immer so dieser kleine Kontrast. Das heißt, meine Primer, die ich euch zeige, sind halt sehr reichhaltig und sehr glowy. Außerdem finde ich persönlich, genau, das wollte ich auch noch sagen, dass Primer eine super wichtige Geschichte ist in der ganzen Foundation-Routine. Natürlich kannst du auch, wenn du eine richtig geile Tagescreme hast, die als Grundlage nehmen. Aber ich finde, ein Primer macht immer schon ziemlich viel aus, weil er kann der Foundation und allem, was danach noch so kommt, eine gewisse Nuance mitgeben, um alles auf ein etwas anderes Level zu heben. Und deswegen finde ich Primer mittlerweile halt super wichtig. Bevor ich mit YouTube angefangen habe, vor etwa 4 Jahren, hatte ich keine Ahnung, was ein Primer ist. Mittlerweile weiß ich, was ein Primer ist, was ein Primer machen soll und wie verdammt wichtig sowas ist. Nicht jeder Primer funktioniert mit jedem Sonnenschutz oder mit jeder Tagescreme oder. All das muss man für sich herausfinden. Die 5 Schätzeleins, die ich hier stehen habe, funktionieren mit meinen Foundations, mit meinen Lichtschutzfaktoren. Und wenn eine Foundation mit diesem Primer nicht funktionieren sollte, dann ist es keine gute Foundation, weil das hier eigentlich sehr gute Primer sind. Ich habe keine Reihenfolge hier festgelegt. Ja, das ist ein langes Intro, ne? Es ist alphabetisch sortiert, ganz einfach, weil ich habe hier kein Ranking, was ich euch mitgeben kann. Der erste Primer, den ich euch zeigen möchte, ist von Catrice der Tensational Primer. Das ist dieser hier. Der ist für mich im Hardcore-Winter, wenn ich weiß, wie die Wand bin, schwierig, weil er wirklich eine leichte Tönung auch mit drin hat. Der spendet Feuchtigkeit, der gibt einen enormen Glow, aber kein Glitzer-Glow. Und ich finde ihn sehr, sehr angenehm. Der hat auch pflegende Eigenschaften mit dabei. Den Lichtschutzfaktor von 15 wirst du nicht erreichen, weil um diesen Lichtschutzfaktor zu bekommen, der auf den jeweiligen Produkten draufsteht, müsstest du dir ungefähr einen Esslöffel aufs Gesicht geben. Das machst du nicht. Deswegen kann ich
grundsätzlich empfehlen euch wirklich, nachdem ihr eure Tagespflege aufgetragen habt, euch dann nochmal on top einen Lichtschutzfaktor aufzutragen. Ne? Gerade im Sommer ist es eine ganz wichtige Kiste. Ich drehe das Video ja gerade auch im Sommer. Diesen Primer habe ich einmal mindestens schon mal leer gemacht. Ich glaube sogar schon ein zweites Mal, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich finde ihn großartig, kann ihn euch mega empfehlen. Bekommt ihr überall, wo es Drogerieprodukte gibt. Ihr bekommt den ja natürlich bei in der Drogerie, DM, Rossmann, Cosmetic for Less, bei Catrice Online natürlich auch. Ihr bekommt den, ich glaube, sogar bei Purish auch. Ich finde den großartig, kann euch den mega empfehlen. Der kostet 5,99 € oder so. Das ist ja ein Apfel und ein Ei für so einen guten Primer. Ne? Dann habe ich als nächstes ein Produkt, das habe ich auch in PR mal zugeschickt bekommen. Ich finde es aber sehr, 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 sehr gut. Ich habe ansonsten eher weniger Primer, die so einen Photoshop-Effekt auf die Haut geben. Das nennt man ja Blurring, also quasi Poren ausgleichen, Unebenheiten ausgleichen. Aber bei dem hier funktioniert es bei mir sehr, sehr gut, weil der ist nicht nur Blurring, sondern auch Moisturizing. Und da steht nicht nur drauf, sondern das ist auch wirklich drin. Und das ist die wichtige Sache oder die Krux dabei. Denn die meisten Blurring-Primer sind eigentlich nur so Poren minimierend und so weichzeichnend, sind aber pupstrocken auf meiner Haut, sodass einfach mein komplettes Gesicht eine Würstchenparty wird oder wegkrümelt. Also das ist echt übel. Und der hier ist einfach genial. Dominique Cosmetics, der Blur & Moisture Serum Primer. Und wie gesagt, den habe ich im PR zugeschickt bekommen und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Der ist nämlich nicht günstig und ich weiß nicht, ob ich mir den so selber gekauft hätte, eben wegen dem Blurring. Da bin ich ja eher vorsichtig. Aber bei der Anwendung von dem Produkt ein Traum. Also ich kann ihn euch wirklich ans Herz legen, wie alle anderen die Produkte in diesem Video sowieso, weil meine Favoriten, ne? Das ist halt ein Produkt, wenn die Haut jetzt nicht so extrem viel Feuchtigkeit braucht oder wenn du vorher schon so eine krasse, reichhaltige Feuchtigkeitscreme aufgegeben hast, dass du einfach, ne, da Bock drauf hast, einfach so einen Blurring-Effekt zu bekommen. Das Interessante dabei ist, dass er halt den Glow, den die Haut ja schon hat, dadurch, dass du schon vorher eine feuchtigkeitsspendende Geschichte aufgegeben hast und hier gleichzeitig auch noch feuchtigkeitsspendendes Gedöns mit drin hast, der nimmt den Glow nicht weg. Das heißt, du siehst trotzdem noch juicy im Gesicht aus, aber halt nicht uneben. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist eine super schöne Kiste. Ich mag den sehr, sehr gerne leiden. Und ich mag persönlich auch ganz gerne, dass wir hier einen Pumper haben, der halt an einer Tube so dran ist. Ne? Das siehst du auch nicht so häufig. Und ja, ich finde ihn sehr empfehlenswert, sehr, sehr cool. Und schaut ihn euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr möchtet. Genauso in PR habe ich ganz ursprünglich auch zugeschickt bekommen von How Cosmetics das Indigo Child Pearl Shine Elixier. Das habe ich auch auf jeden Fall mindestens einmal schon komplett leer gemacht. Das ist ein sehr ja, hochwertiges Produkt. Also ich glaube ja, die Verpackung hiervon ist die hochwertigste, die ich hier bei meinen 5 Favoriten habe, weil wir hier unten Glas haben. Es ist auch wirklich wunderschön. Ne? Wir haben einen tollen Duft mit dabei. Hier ist der Schein tatsächlich oder der Perlglanz, der da ist, auch ein bisschen so ins lila-bläuliche. Also ich persönlich würde den jetzt nicht solo tragen, weil das für mich persönlich zu krass wäre vom Glow her. Aber sehr schön. Also das macht tolle Dinge mit Foundations und Haut in Kombination, so als Zwischenschicht. Ne? Man kann es natürlich auch in die Foundation reinmischen, wenn man den Effekt noch intensiver haben möchte. Und ich mag den sehr gerne, weil wenn du den über einen längeren Zeitraum verwendest, das heißt, wenn du den durchgehend täglich oder alle 2 Tage als Primer verwendest, dann merkst du auch richtig, wie dein Hautbild sich verbessert. Also das ist halt auch eine Sache. Ich weiß nicht genau, welche Inhaltsstoffe hier so drin sind, aber nee, weiß ich wirklich nicht. Ob da so Niacinamid oder so ein Kram drin sind, dann kann es nämlich gut sein, dass das dafür sorgt, dass dann so Rötungen generell einfach auch, ohne dass man dann Make-up trägt, ausgeglichen werden, das Hautbild einfach schöner erscheint. Also hier sind gute Inhaltsstoffe drin, weil das ist Hautpflege und Primer in einem und ich mag den sehr, sehr gerne. Im furztrockenen Zeitpunkt des Jahres, also so richtig im tiefsten Winter, wo wirklich extrem trockene Luft ist, ist der mir zu wenig, da brauche ich was Feuchtigkeitsspendenderes drunter oder ich kombiniere den einfach mit anderen Primern. Das mache ich dann auch sehr gerne. Aber jetzt im Sommer zum Beispiel kann ich den einfach so pur auf mein Tagespflegegesichtgedönsen auftragen und dann hält das den ganzen Tag und das sieht so schön aus und Foundation lässt es wirklich strahlen. Hiermit habe ich tatsächlich noch kein einziges Mal erlebt, dass eine Foundation sich irgendwie abgerollt hätte oder so. Also der funktioniert wirklich mit jeder Foundation, die ich bislang damit angewendet habe und ja,
kann ich sehr empfehlen, wenn man halt seine fahle Haut ein bisschen mehr zum Strahlen bringen möchte. Genau, also der Catrice Sensational ist dann mehr so in die, würde ich persönlich sagen, in die bräunliche Richtung, was den Schimmerglanz angeht. Der How Cosmetics eher so in die lila-bläuliche Richtung und der Love Perfectitude Aura Glow Primer vielleicht dann eher so in die Champagner-Richtung. Also das könnte auch fast schon ein ganz dezenter Highlighter sein, ist aber auch ein All-Time-Favorite. Ich meine auch, dass ich den schon mal aufgebraucht hätte, weiß ich gerade aber auch nicht. Auch das möchte ein Produkt sein, was so ein bisschen Hautpflegeeigenschaften mit dabei hat, also so Antifaltengedönsen und so, ne? Feuchtigkeit spenden definitiv. Den finde ich auch sehr, sehr angenehm und mag ich gerne leiden. War damals, das wusste ich damals, als ich damals vor ein paar Tagen, als ich mein Video gemacht habe zu meiner Primer-Sammlung, hatte ich das ganz vercheckt. Das war damals ein Dupe zu dem Becca Illuminating Gedönsen Primer. Und ja, genau, deswegen, das ist damals so rausgekommen. Wobei Champagner, ich weiß nicht, vielleicht so ein Touch auch ins Rosane. Und deswegen mag ich den persönlich für mich sehr gerne, weil ich habe ja so einen neutralen bis kühlen Hautunterton. Ne? Jeder hat ja irgendwie auch unterschiedliche Hautuntertöne. Und wie schon gesagt, Primer macht schon mal so ein bisschen was. Der ist dann halt auch schon ein Stück weit ausgleichend für mich und macht meinen Teint noch ein bisschen strahlender. Ja, ich finde den auf jeden Fall ziemlich cool und auch sehr hochwertig, sehr schwer. Das hier ist auch irgendwie so beschichtetes Glas oder so, ne? Aber der How Cosmetics, der ist noch ein Stückchen hochwertiger gestaltet. Achso, wo bekommt man den denn? Den bekommt man auf der Love Homepage, den bekommt man mittlerweile auch in einem neuen Verpackungsdesign. Den habe ich aber noch nicht ausprobiert zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt gerade haben wir den 29. Juni, wo ich drehe. Werde ich safe mir nochmal anschauen tatsächlich, weil, ne, neu aufgelegt und so. Bei Cosmetic for Less müsste man den bekommen, Purish müsste man den bekommen. Jo, so, ne, in den Drogerien kriegt man ja Love leider nicht mehr. Sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, und jetzt kommen wir tatsächlich zu einer schwierigen Geschichte, weil es eigentlich eine Limited Edition ist, aber Riva Loves Me packt dieses Produkt öfters in Limited Editions. Also ich habe das auch schon in einer anderen LE drin gehabt und den auch komplett leer gemacht. Und ja, dann hat Maxim den halt auch in die Holy Grails Limited Edition mit reingenommen. Und das ist so ein wunderschöner Primer, der ohne Witz ein wundervolles Dupe ist zu der Charlotte Tilbury Magic Cream. So heißt die, ne? Ja. Und weil sehr reichhaltig, sehr pflegend, sehr cremig auf der Haut, aber angenehm. Das ist nicht so speckig oder sowas, ne? Also ich mag diesen Primer wirklich gerne leiden und kann Maxim da einfach nur zu beglückwünschen, diesen Primer auch mit Riva Loves Me nochmal in die LE gepackt zu haben. Aus Maxims LE sind ja auch einige Produkte ins Standardsortiment sogar eingezogen. Ich würde mir echt wünschen, dass dieser Primer von Riva Loves Me ins Standardsortiment einziehen würde, weil ich glaube, Riva Loves Me hat gar nicht einen so reichhaltigen Primer im Standardsortiment drin. Können die gut gebrauchen, weil das ist ein ganz, ganz toller Primer, den trockene Häutchen wie ich halt echt gut gebrauchen können. Whipped Cream Primer nennt er sich hier. Ich habe den in der So Cozy LE als Cold Cream Primer drin gehabt und das ist halt wirklich eine ganz reichhaltige Geschichte, die für mich gerade im Winter, Frühling vielleicht noch ein bisschen und Spätherbst, Frühwinter, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also immer zur kalten Jahreszeit ist der einfach mega geil und ja. Deswegen, also für mich eine ganz geile Geschichte, die ich echt gerne mag. Reichhaltig steht hier hinten auch drauf, verbessert das Hautbild und so weiter. Riva Loves Me ist eine Eigenmarke von Rossmann, die bekommt ihr auch dann nur im Rossmann oder halt bei Rossmann online. Und deswegen, ich hoffe, Riva Loves Me holt sowas, also diesen Primer oder ne, quasi den Inhalt davon ins Standardsortiment, weil er hätte es meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient. Also großartig. Ich habe zum Beispiel Probleme mit manchen sehr, sehr trockenen Foundations. Die Estée Lauder Double Wear Foundation zum Beispiel oder die Catrice HD Liquid. Manchmal, ne? Ärgert die mich ein bisschen. Aber wenn ich so einen Primer darunter gebe, 1A. Wirklich. Also traumhaft, traumhaft. Richtig geil. Also das ist halt so eine richtig schöne Feuchtigkeitsbombe und auch von den 5 Schätzeleins, die ich hier habe, der feuchtigkeitsspendendste Primer.
Ja, ihr Lieben, das waren jetzt hier meine 5 Favoriten-Primer, die ich euch zeigen möchte, ans Herz legen möchte. Falls ihr gegebenenfalls auch so eine Haut habt wie ich, mit Bedürfnissen, wie meine Haut sie hat, dass ihr vielleicht jetzt einfach so eine kleine Guideline habt, an welche Primer ihr euch vertrauensvoll wenden könntet. Ja, und das war's jetzt auch hier von mir und meinem kleinen, feinen Video. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammlungsvideos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!